Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Secret Files the Tunguska. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben und wir starren diesem Kerl immer noch in die Augen. Jetzt kriege ich auch noch einen Schluck auf und kann nicht mehr reden. Er will uns aber trotzdem nicht vorbeilassen, ohne dass wir Ausweispapiere mitbringen. Jetzt kriege ich meinen Mauszeiger gerade nicht rein. Ah, jetzt. Das heißt, wir werden jetzt das machen, was wir schon angedroht haben in der letzten Folge. Und zwar, wir gehen nochmal eben zu den Umkleideräumen. So, und da ist ja dieser Code. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Das ist Solotows Marke. Dienstgrad Gefreiter. Dienstnummer 31545. Okay, schreiben wir uns mal vorsichtshalber auf. Ich habe totales Kurzzeitgedächtnis. Ich muss immer alles aufschreiben, wenn ich irgendwas finde. Zahlenschloss. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken. Ja, ich weiß. So, wir probieren es mal aus. 3, 1, 5, 4, 5. Ob das Schloss nun aufgeht? Wer sagt's denn? Ah, perfekt. Ja, wenn man eine Nummer irgendwo findet, sollte es eigentlich direkt klicken. Bei mir hat es leider etwas später geklickt. Drin. Ein Passierschein. Ja, das müsste perfekt. Der sein, den ich von Solotow bekommen sollte. Steht sogar mein neuer Name drin. Nina Parkova. Ja, ist ja auch logisch. Das ist ja auch der Typ. Ach, ich bin ja auch so blöd. Ich habe jetzt gedacht, wir kriegen jetzt irgendwie seinen Passierschein und es steht kein Name drin oder so. Aber ist ja klar, das ist ja der Typ, der mich durchlotsen sollte. Was ich ja auch intelligenterweise in der letzten Folge bereits gesagt hatte. Als wir ihn da gefunden hatten. Oh ja, okay. So ergibt eins das andere. Wir werden hoffentlich durchgelassen. Dann mal rein in die gute Stube und herzlich willkommen an Bord der MS Langeweile auf dem Weg zum Ende der Welt. Vielen Dank, der Zug fährt los. Was mache ich jetzt? Bislang habe ich noch keinen Hinweis gefunden, ob mein Vater nun an Bord ist oder nicht. Andererseits, wenn ich jetzt nicht weitersuche, werde ich es nie herausfinden. Und eine wirkliche Alternative habe ich ja sowieso nicht. Hoffentlich geht das gut. Nimm doch erstmal ein paar Waffen an dich. Das wäre vielleicht ganz gut. Haben Sie ihn gefunden? Leider noch nicht, aber wir verfolgen eine konkrete Spur. Das ist nicht zufriedenstellend. Uns läuft die Zeit davon. Das Projekt muss wie geplant starten. Es sind ein paar Probleme aufgetaucht und die kleine Kalenko... Langweilen Sie mich nicht mit Einzelheiten. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie nicht mit ein paar Amateuren fertig werden, oder? Nein, ich... Gut, dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Sich selbst in den Schlaf gelabert. Eine leider viel zu seltene Begabung. Wurde aber auch Zeit. Das sinnlose Gefasel hätte ich mit Sicherheit nicht mehr lange ausgehalten. Leute, die einem von ihren Verdauungsproblemen erzählen, sind schon nicht die angenehmsten Gesprächspartner. Aber wenn sie dann auch noch detailliert beschreiben, welche Wirkung das kürzlich eingenommene Rizinusöl gehabt hat. Jetzt kann ich mich hier erstmal in Ruhe umsehen. Er hat sich in den Schlaf gesprochen. Das ist doch wunderbar. Okay, was mir übrigens gerade aufgefallen ist, also da sind ja sehr, sehr viele bekannte Synchronstimmen drin, aber ich glaube, dass dieser russische, obwohl, naja, ob es ein Russe ist, weiß ich ja nicht, aber dieser Oberboss, der mich da die ganze Zeit verfolgt, ich meine, der hat von Schweigen der Lämmer die Synchronstimme. Ist mir jetzt gerade zum ersten Mal aufgefallen, als ich das gehört hatte. Getrocknetes irgendwas. Könnten früher mal Früchte gewesen sein. Genau, getrocknetes irgendwas. Kann man die mitnehmen? Ja, der schläft ja, ne? Kann ich das wohl auch mitnehmen? Perfekt. Die Frage ist, kann ich die mitnehmen? Die sind durch Schnappschlösser gesichert. Wäre wohl auch keine gute Idee, mich mit einer ganzen Armee anzulegen. Na gut. Ich dachte jetzt so zur Verteidigung vielleicht. Scheint eine strategische Karte der Tunguska-Region zu sein. Die Pfeile sehen aus wie Truppenbewegungen. Kann mich aber auch irren. Ja, sieht schon, ne? Ach so, Lampe? 25 Watt. Tja, wenn man wenig in der Birne hat, kann man auch keine helle Leuchte sein.
Vielleicht können wir die ja unserem Freund mitbringen. Den haben wir ja leider die Lampe kaputt die gemacht. Die Landschaft sieht immer gleich trostlos aus. Schwer zu sagen, wo wir uns derzeit befinden. Okay. Da ist eine Tür, da können wir rein. Ansonsten können wir hier nicht... Doch, den Schalter. Moment, den Rucksack? Die Tasche mit den Medikamenten des Soldaten. Wenn ich an seine Beschreibung der Wirkung von Rizinusöl denke, wird mir jetzt noch schlecht. Da komme ich nicht dran, ohne dass der Typ aufwachen würde. Okay. Moment, da war jetzt doch auch ein Lichtschalter. Ich sollte erstmal wieder eine Glühbirne in die Lampe drehen, sonst wird mir höchstwahrscheinlich auch kein Licht aufgehen. Wir können es mal machen, wir können das mal anmachen, aber wahrscheinlich werden wir jetzt da auch nicht mehr sehen. Vielleicht die Karte. Scheint eine strategische Karte der Tunguska. Na okay, aber sonst ist jetzt hier auch nicht mehr, was wir jetzt nehmen können, ne? Ja gut, dann machen wir das halt wieder aus. Und nehmen die Glühbirne erstmal wieder da raus. Also wer weiß, ob wir die nicht noch irgendwo anders gebrauchen können. Ich dachte, vielleicht schreckt der Typ dadurch jetzt irgendwie auf oder so. Was natürlich jetzt auch blöd gewesen wäre. Weil wir möchten ihn natürlich gerne schlafen lassen. Ein Dienstplan von vor 3 Monaten. Ein Speiseplan. Heute soll's Kartoffelsuppe geben. Lecker. Die ist wirklich lecker. Also wenn man so gut verarbeitet, ist sie wirklich lecker. Ein Wasserhahn. Jo. Ich will mir jetzt nicht die Hände waschen. Wäre aber nach den ganzen Aktionen vielleicht gar nicht so schlecht. Er ist groß und ich brauche ihn nicht. Also lasse ich ihn hier. Dann nimm wenigstens die Eier mit. Bislang war ich immer der Meinung, man könnte Eiern nicht ansehen, ob sie bereits schlecht sind oder nicht. Ich habe meine Meinung soeben geändert. Also wenn die Eier so aussehen, als wenn sie schlecht sind, die perfekten Gegenstände, die man in die Mikrowelle tun sollte, um Leute im Flug Zeug abzulenken. Das nur so als kleiner Hinweis auf ein anderes Spiel. Wenn ihr wisst, welches Spiel ich meine, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Dann weiß ich, wer noch Fan oder vielleicht auch kein Fan, aber wer zumindest noch die alten Point-and-Click-Adventure kennt. Akazienhonig. Süß und mit einem milden Aroma. Ich weiß das. In meinem früheren Leben war ich eine Honigbiene. Oh, hast aber kein langes Leben dann gehabt. Okay, Honig ist immer gut. Also da können wir einige böse Sachen mit anstellen, denke ich mal. Hier ist ansonsten nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal raus. Da könnten wir noch raus, ne? Ja. Oh, da haben wir ja schon die ersten Wissenschaftler. Vielleicht kann ich hier ein paar Informationen bekommen. Ich sollte nur nicht zu direkt nach meinem Vater fragen, damit niemand Verdacht schöpft. Okay. Keine Ahnung, was man mit dem Ding machen kann. Da fasse ich nicht rein. Ist schlecht für meine Frisur. Du sollst doch nicht in die Steckdose fassen, du solltest eigentlich hier das Kabel rausziehen. Wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe, dann kommt da Strom raus. Nee. Ehrlich? Das ist ja die neueste Erkenntnis der Wissenschaft. Da stehen chemische Formeln drauf. Aber selbst wenn ich in der Schule besser aufgepasst hätte, würde ich die wohl nicht verstehen. Okay, schauen wir uns hier nochmal so ein bisschen um. Weißbrot? Eine Scheibe werde ich mir wohl mal nehmen können. Ja, ich befürchte allerdings, dass wir jetzt irgendein wissenschaftliches Experimentchen machen müssen. Oder vielleicht irgendwelche Tiere anlocken oder so, wer weiß. Der Tisch des Assistenten. Ach, das ist der Assistent. Eine der Proben, die hier analysiert werden. Solange Wissenschaftler im Raum sind, sollte ich nichts Wichtiges anfassen. Okay, das heißt, wir müssen die irgendwie rauslocken mit der Zeit. Erinnert mich an meinen Chemieunterricht. Keine schöne Erinnerung. Zumal man hier ja auch ein paar Sachen, also die zwei Sachen zumindest anfassen kann. Denke ich also mal, dass wir die rauslocken müssen und dann später was machen können. Hallöchen. Hallo. So eine hübsche Frau hast du noch nie gesehen. Psst, nicht so laut.
Dr. Lesniak ist bei der Arbeit und hochkonzentriert. Da sollte man ihn lieber nicht stören. Außerdem ist er eh ziemlich mies drauf. Was ist denn passiert, dass der Doktor so schlechte Laune hat? Er steht ziemlich unter Stress. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Versuchsreihe und Professor Sidorkin erwartet schnellstmöglich Ergebnisse. Verstehe. Und dieser Professor Sidorkin wird böse, wenn diese nicht schnell genug vorliegen? Naja, es geht. Aber Dr. Lesniak ist unglaublich ehrgeizig und versucht natürlich so schnell wie möglich fertig zu werden. Und wenn der Doktor im Stress ist und kein Marmeladenbrot bekommt, wird er echt ungemütlich. Marmeladenbrot? Ja, hört sich seltsam an, ich weiß. Aber er braucht das wohl, um Stress abzubauen. Andere hauen wie blöd auf einen Sandsack ein, er futtert Marmeladenbrote. Tja, wir haben alle unsere Mittel und Wege, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Und wenn er Marmeladenbrot kriegt, wird er umgänglicher? Ja, das hilft. Ah. Leider ist ihm sein Glas auf dem Bahnsteig runtergefallen. Und hier im Zug gibt's keine Marmelade. Ich habe schon alles durchsucht. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Wenn ich Marmelade finden sollte, sage ich Bescheid. Das wäre nett. In dem Zustand mit ihm zusammenzuarbeiten, ist wirklich kein Vergnügen. Jetzt ist die große Frage, können wir irgendwie aus dem Honig und dem Orangensaft, keine Ahnung, Marmelade machen? Ich habe keine Ahnung. Trockenfrüchte haben wir auch noch. Ob wir hier irgendwas so zusammenmischen können oder so. Wir können es auch nicht direkt aufs Brot drauf machen. Ich denke mal, dass wir das wohl... Ja, achso, mit der Glühbirne bin ich die ganze Zeit am Gucken. ich denke wohl, dass wir das irgendwie zusammenmischen müssen in den Behältern, wo er jetzt dran arbeitet. Aber wie... Also wie kriege ich die raus vorher? Hallo, wollte nur mal nachsehen, ob hier alles in Ordnung ist. Was? Ja, ja, alles okay. Und nun lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Ja, ganz wie Sie meinen. Okay, dann gehen wir erstmal hinten durch die Tür. Vielleicht kriegen wir irgendwas hin. Gegensprechanlage. Die kann ich benutzen. Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Kann ich Sie kurz sprechen? Solange Dr. Lesniak nicht der Durchbruch bei seinen Experimenten gelungen ist, nein. Aber... Von mir aus kann auch der Zug in die Luft fliegen. Ich will nicht gestört werden. Es ist aber wirklich... Nein! Okay. Verschlossen. Ja, das dachte ich mir schon. Ich laufe einfach mal überall durch die Gegend und dann... Achso, Moment. 25 Watt Birne, 100. Ah, okay. Kann ich jetzt hier aber nicht benutzen. Okay. Naja. Du bist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Und sonst ist hier nichts mehr. Ja, das könnte noch heikel werden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir denn einen Typen am Anfang irgendwie füttern müssen. Vielleicht mag der Honigbrot oder sowas. Hier kann man auch nicht runter, ne? Naja. Und in der Küche ist nichts Neues drin, dass wir da irgendwie jetzt Marmelade oder so... Kann man... Wir haben doch den Stift noch, oder? Kann man hier aber auch nicht benutzen, um irgendwas da drauf zu schreiben. Okay. Was ich ein bisschen komisch finde, dass ich den Stein immer noch habe. Ich denke mal, dass der mir jetzt gar nicht wirklich was bringt. Und die Erkennungsmark habe ich auch immer noch. Kann ich jemanden anrufen? Ich sollte Max oder Oleg informieren, wo ich mich gerade befinde. Andererseits, wenn die mich beim Telefonieren erwischen, wird das meine Lage auch nicht verbessern. Ich werde damit warten, bis wir irgendwo anhalten und ich ungestört bin. Ja. Die Glühbirne. Ach so, oder kann ich die 100 Watt Glühbirne jetzt hier vorne eventuell reinmachen? Was natürlich bescheuert wäre, aber es geht. Aber explodieren kann die nicht, oder? Wenn ich die Lampe anschalte, könnte der nette Kollege da aufwachen. Ich sollte mich besser vor ihm in Acht nehmen. Ach, okay. Welcher Schwachkopf hat das Licht angemacht?
Wenn ich den erwische, werde ich wohl nochmal 15 Jahre in den Knast wandern. Naja, er wird sich bestimmt gleich wieder beruhigen. Zumindest hoffe ich das. Okay. Perfekt, das war nämlich das, was ich bewirken wollte. Dann nehmen wir die Birne hier jetzt mal wieder raus. Ich weiß nicht, ob wir die noch gebrauchen können, wahrscheinlich nicht. Jetzt steht sie ja natürlich so perfekt im Weg rum. So, das Fläschchen Rizinusöl habe ich. Seine Schmuddelhefte und die dreckige Unterwäsche werde ich ihm gnädigerweise dalassen. Okay, es ging ihr also um das Rizinusöl. Das können wir jetzt aber nicht ins Trinken reinmachen. Kann man das irgendwo hier hinstellen oder so vielleicht? Auch nicht. Jetzt habe ich Rizinusöl, das heißt, etwas, womit wir jetzt theoretisch dafür sorgen könnten, dass die guten Herren sich etwas länger auf der Toilette befinden und ich kann es nicht benutzen. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Kann ich mit ihm jetzt vielleicht immer sprechen oder so? Hat sich die Laune... Ruhe jetzt! Sonst tickt Dr. Lesnert völlig aus! Nö. Okay. Geben kann ich es ihm auch nicht. Ich versuche mal einfach alles, ob ich dem irgendetwas geben kann hier. Das Problem ist halt, wenn ich das nirgendwo ins Trinken oder so reinmachen kann, bringt mir das alles nichts. Brot, Moment, hier unten. Ah, da ist ein Glas. Solange Wissenschaftler im Raum sind, ja, sollte ich nichts Wichtiges anfassen. Ich weiß, ich weiß. Eine der Proben, die hier analysiert werden. Bringt mich jetzt allerdings auch nicht weiter. Ich kann zwar mit dem Assistenten sprechen, aber der sagt halt immer wieder, dass ich ihn in Ruhe lassen soll. Ich habe jetzt auch schon mal die Zeit so ein bisschen im Nacken, weil ich das Ganze jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen will. Ich muss jetzt echt mal überlegen. Also wir haben vorne, ich gehe vielleicht nochmal zur Küche, ob man da vielleicht irgendwas machen kann. Das Problem bei der ganzen Sache ist ja, ich war ja eben schon in der Küche und konnte da das Wasser, aber das Wasser mit Rizinusöl, aber wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Das ist jetzt die Frage. Kann man das irgendwie, oder den Honig... Saft. Naja gut, das wäre jetzt natürlich ziemlich bescheuert mit den, obwohl, naja, Trockenfrüchten. Dann wären sie zumindest nicht mehr ganz so eklig, sagen wir es mal so. Er ist groß und ich brauche ihn. Ja, aber vielleicht kann ich... perfekt. Das wird mit Sicherheit ein durchschlagender Erfolg werden. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich noch da rein tue. Rein damit. Okay. Den Saft auch noch? Das wird bestimmt lecker. Oder auch nicht. Okay. Die Frage ist jetzt nur, kann ich das damit auffüllen? Nee. Das soll auch noch rein? Egal, was ich da jetzt noch reinschmeiße, besser wird's wohl nicht mehr. Ein Löffel davon sollte ausreichen, um den Rest des Tages auf dem Klo zu verbringen. Abführmarmelade. Okay, kann ich das... Er ist groß und ich brauche ihn nicht. Also lasse ich ihn hier. Kann ich das denn wenigstens... Ja, mir fällt gerade auf, dass ich seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen habe. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was davon abbeiße. Perfekt. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Ja, so kann man es dann auch machen, ne? Die Frage ist jetzt...
Kann ich das dem so geben oder muss ich da mit dem anderen vorher gesprochen haben? Ich hätte da was für Sie. Okay. Vielleicht bessert das Ihre Laune ja etwas. Das ist für mich? Ja, klar. Sie mögen doch Marmeladenbrot, oder? Ist selbst gemacht. Nur für Sie. Ich... Vielen, vielen Dank. Köstlich. Aber ich habe das Brot wohl zu gierig runtergeschlungen. Mein Magen fühlt sich jedenfalls etwas seltsam an. Aber trotzdem vielen Dank. Lecker war es schon. Na, da bin ich ja beruhigt, dass es Ihnen schmeckt. Und Ihre Laune jetzt hoffentlich auch wieder etwas besser ist. Ja, Sie haben was gut bei mir. Wenn ich mich mal revanchieren kann. Ich komme drauf zurück. Vielleicht früher, als Sie es sich vorstellen können. Jederzeit gerne. Okay, kann ich mit dem jetzt nochmal reden oder muss ich irgendwie aus dem Raum raus und dann sind die weg oder so? Puh, das war knapp. Gerade soeben noch die Menschheit vor dem furchtbaren Dr. Jekyll gerettet. Ja, vielen Dank. Jetzt ist das Arbeiten mit ihm deutlich entspannter. Ich schulde Ihnen was, wenn Sie also Fragen haben. Alles darf ich Ihnen leider nicht sagen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Klar, bin ja schon froh, dass ich mir überhaupt Ihre Arbeit hier ansehen darf. Eine Soldatin, die sich für die Wissenschaft interessiert, gibt's bestimmt auch nicht alle Tage, oder? Nein, und eine so schöne schon gar nicht. Oh, danke schön. Was Sie hier machen, sieht ja unglaublich kompliziert aus. Ja, ist aber eigentlich ganz einfach. Die Pflanzenproben hier wurden einer Strahlung ausgesetzt, die der in der Tunguska-Region ähnelt. Die Dosis wurde erst einmal niedrig gehalten und dann immer weiter erhöht. Ich setze die Proben nun in diesem Kasten da drüben einer Flamme mit konstanter Temperatur aus und prüfe, ob was von der Pflanze übrig bleibt. Sie fackeln Grünzeug ab? Ja, so in der Art könnte man das sagen. Es gilt rauszufinden, ob ab einer bestimmten Strahlendosis der Schaden an der Pflanze nicht mehr zur absoluten Zerstörung der Zellstruktur führt. Hey, das habe ich sogar verstanden. Ich habe ja auch absichtlich 2/3 der Erklärungen weggelassen. Na toll. Da bin ich mal stolz auf meine wissenschaftlichen Fähigkeiten und Sie nehmen mir meine Illusionen gleich wieder. Tut mir leid. Was genau sollen Sie eigentlich an unserem Zielort machen? Sie meinen in der Forschungsstation? Ja, genau die. Wissenschaftliche Assistenten sind scheinbar auch auf internationaler Ebene leicht auszufragen. Es geht also um eine Forschungsstation. Vielleicht kann ich ihm ja noch das eine oder andere Geheimnis entlocken. Was ist Ihre Aufgabe in dieser Station? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, sonst wäre die Anlage ja nicht geheim. So, so. Geheim ist sie also. Sehr schön, Junge. Nur weiter so. Ist schon klar. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was nicht ganz so geheim ist. Ich habe zwar leider nur wenig Ahnung von Biologie und Chemie, aber faszinierend finde ich es schon. Ich kann da nur für das sprechen, was Dr. Lesniak und ich dort machen sollen. Klar. Die haben da ja vor Ewigkeiten schon rausgefunden, dass es in der Region abnormales Pflanzenwachstum gibt. Ist kein Geheimnis, stand ja überall in der Zeitung. Klar, natürlich. Und nun versuchen wir, dieses Wachstum kontrolliert zu beeinflussen. Faszinierend. Und mit welchem Ziel? Darüber darf ich leider nichts sagen. Aber stellen Sie sich nur mal vor, man könnte das Wachstum von Pflanzen beliebig manipulieren. Das würde auf einen Schlag das Hungerproblem in der Welt lösen. Wow, das hört sich in der Tat nach einem großen Ziel an. Sehen Sie? Okay. Was ich noch fragen wollte... Moment, wenn Sie mich löchern, dann darf ich das aber auch. Oh ja, klar. Ist nicht persönlich gemeint. Also, warum werden da so viele Soldaten ins Sperrgebiet gebracht? Sperrgebiet? Ja, in die Forschungsstation und so. Ich meine, mit dem Material und den ganzen Leuten kann man ja einen kleinen Krieg führen. Ja, also, darüber darf ich leider nichts sagen. Ihr Wissenschaftler habt Anweisungen, wir haben die leider auch. Aha, verstehe. Ich erzähle Ihnen bereitwillig alles über unsere Experimente und kaum hab ich mal eine Frage, kommt sowas. Tut mir leid, ich würde ja gern was erzählen. Aber ich weiß selber nur sehr wenig und was ich weiß, ist streng geheim. Ist nicht persönlich gemeint. Ja, ja, schon okay. Ich werde dann mal wieder meine Runde machen. Alles klar, bis später. Ja, ich würde sagen, nachdem wir ihn gerade so charmant abgewiesen haben, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Und ehrlich gesagt, weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, was ich noch zu tun habe. Aber das Gespräch war auf jeden Fall interessant. Das hat uns so ein klein wenig weitergebracht. Und wir können eventuell mit dem Typen reden. Obwohl, der hat gesagt, mit dem können wir erst reden, wenn der weitergekommen ist mit seinen Forschungen. Ja, werden wir mal schauen. Ich werde gleich mal gucken, ob wir mit dem reden können.
Das werden wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Und ich bin mal gespannt, was wir da noch herausfinden. Also es geht ja anscheinend um das Wachstum der Pflanzen. Ist sehr interessant, aber bisher jetzt noch kein totales Phänomen. Naja, wie soll ich das sagen? Noch nicht so die Hype-Information, sage ich jetzt mal, auf die ich jetzt gehofft hatte, aber die natürlich nach und nach erst immer so ein bisschen rausgelassen wird, ist ja auch klar. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und ich hoffe, da können wir dann noch ein wenig von dem Rätsel lösen. Bis dann. Ciao.